Während im Bundestag der sogenannte Europäische Stabilitätsmechanismus ESM durchgewunken wurde, protestierte die NPD am Potsdamer Platz in Berlin gegen dieses folgenschwere Vertragswerk. Arne Schimmer, wirtschaftspolitischer Sprecher der NPD, warnte eindringlich vor der Installation des permanenten Rettungsschirms. Mit dieser Abstimmung soll eben die Finanzhoheit über den deutschen Haushalt an eine Luxemburger Zweckgesellschaft übertragen werden. Wir geben eben das Budgetrecht des Deutschen Bundestages auf. Stattdessen werden eben in Zukunft eine Handvoll von Gouverneuren eben darüber entscheiden, wie die Steuermittel der Deutschen eingesetzt werden. Und dies ist natürlich wirklich ein Angriff auf das Grundgesetz. Dies ist im Grunde genommen der Versuch eines Staatsstreichs, der heute unternommen wird. Und wir stehen hier eben für das Budgetrecht der Deutschen. Letzten Endes für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung im wohlverstandenen Sinne, die heute zerstört werden soll, wenn Deutschland weitere Bankrottrisiken in dreistelliger Milliardenhöhe übernimmt. Auch unter den Demonstranten der Vorsitzende der NPD-Fraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Udo Pasteurs. Es war ein wichtiges, aber auch bezeichnendes Signal, das am Tag der Verabschiedung des ESM neben den Globalisierungskritikern von Attac nur die NPD in Berlin vor Ort präsent war, um gegen den Ausverkauf von Volk und Land zu demonstrieren.